Wollte es auf dem Dach landen? Ich meine, es ist auch nicht auf dem Dach gelandet. Genau da wollte ich es auch hinhaben. Das Dach ist auch hier, dann wärst du nach außen gerollt und vielleicht wieder über den Zaun. Das wäre blöd. So, jetzt spring, mein Guter. Du lächelst nervös, da du weißt, dass dies das Letzte ist, was du in diesem Leben tun wirst. Wow, sein Rückblick war so inklusive Erzähler. Spring, John, spring. Ah ne, spring, Choke, spring. Mach noch ein Salto. Am besten er landet so. Anscheinend trägt er auch keine weiteren Verletzungen weiter, wenn er sich irgendwie umbringt. Ich meine, eigentlich müssten ihm jetzt ein paar Knochen gebrochen sein und er müsste es ein bisschen schwer haben aufzustehen. Aber anscheinend, ja, wird sein Körper generiert. Oder regeneriert. Okay, das Erste, was er sieht, ist dieses blöde Zeichen hier. Mein Name ist Choke. Soll ich sagen, wer du bist? Dort drinnen ist Boris. Nur er kann dir auf diese Frage eine Antwort geben. Aber sei vorsichtig. Sein Entführer ist gefährlich. Nicht, weil er dich töten könnte, sondern weil er es schon getan hat. Obwohl du die gesamte Fabrikhalle abgesucht hast, bist du auf keine Spur von Boris, geschweige denn Cooper, gestoßen. Du musst noch gründlicher suchen. Okay. Vielleicht da drin? Dann müssen wir jetzt diese blöde Halle durchsuchen, ja? Was befindet sich darin? Du versuchst ihn zu öffnen. Aber er ist abgeschlossen und gibt nicht nach. Ja, dann hauen wir mal mit der Konstruktion drauf. Oder auch nicht. Könnten es festtapen dann dran ziehen. Ja, ich will's. Oder auch nicht. Hier haben wir nichts mehr. Da ist ein Stromkasten oder so. Da ist aber auch. Los, drück den roten Knopf, nur weil er so verlockend ist. Du drückst auf den Knopf, aber nichts geschieht. Schade. Die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen. Du brauchst schon einen sehr guten Grund, um dich dort hineinzubegeben. Aber den hast du nicht. Doch, habe ich. Ich suche einen Freund. Das einzige Anzeichen dafür, dass sich jemand in der Fabrikhalle befindet. Wer weiß, was sie darin verbrennen? Hoffentlich nicht diesen Boris. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht ist alles schon verloren. Ich meine, in der Zukunft lebt Boris ja noch, aber wer weiß, vielleicht ist das ein neuer, wiederauferstandener Boris. Du drückst den Einschaltknopf, aber nichts geschieht. Wollen wir es anmalen? Oder auch nicht. Ist das das gleiche? Ja. Könnte sich um einen Luftdrucksenker oder einen Temperaturregler für den Ofen handeln. Leider ist er kaputt. Dann müssen wir ihn wohl reparieren. Mit Tape. Oder mit Müll aus einem Mülleimer. Am Boden der Mülltonne findest du ein Cinch-Kabel. Und sonst ist da nichts drin. Wir nehmen einfach nur das Cinch-Kabel mit. Okay, okay, okay. Macht Sinn. Hä? Ein Notfallkasten mit einer Axt, die sich hinter einer Scheibe befindet. Die Axt wäre ideal, um dich zu schützen. Aber du weißt nicht, wie du die Scheibe davor entfernen sollst. Einschlagen eventuell? Blöd, ey. Du weißt nicht, wie du die Scheibe entfernen sollst. Meine Fresse. Ist das Sicherheitsglas oder was? Ist hier irgendwie Öl ausgelaufen oder so? Ja, wahrscheinlich Wasser. Können wir da rüber? Du suchst gründlich, findest in diesen Mülltonnen aber nichts, was dir nützlich sein könnte. Haben wir uns jetzt dahin teleportiert? Irgendwie, anscheinend. Ich weiß nicht genau, wie. Sind das jetzt alle Mülltonnen gewesen? Ja, ne? Ups. Aus den ganzen Maschinenteilen, mit denen die Mülltonnen gefüllt sind, schließt du, dass in der Fabrikhalle früher technische Apparate am Fließband hergestellt wurden. Dafür würde auch das riesige Fließband sprechen, was hier so durch den ganzen Raum führt.
Der Außenbereich der Fabrikhalle. Boris befindet sich in der Fabrikhalle. Dort musst du ihn suchen. Ja, aber vielleicht finden wir hinten irgendwelche, draußen irgendwelche Hinweise oder Sachen, die uns helfen, dabei ihn zu finden. Ich wollte jetzt, gut, wir dürfen nicht raus. Gut. Mehr scheint hier nicht zu sein. Zettel, Kabel, können wir das Chinch-Kabel da einbauen? Du hast keine Ahnung, wie du dieses Kabel mit der Maschine verbinden sollst. Hätte mich auch ehrlich gesagt überrascht. Aber... Das scheint eigentlich eine gute Idee zu sein. Wenn du doch nur wüsstest, woran du die Kamera anschließen sollst. Ja, das gleiche habe ich mir auch schon gedacht, als ich es auf die Kamera eingesetzt habe. Hm. Vielleicht können wir das aneinander anschließen. Keine Ahnung, wie man so ein Ding anschließt, ehrlich gesagt. Ja, dann vielleicht... Ach, da oben ist noch eine Tür. Moment, die habe ich gar nicht gesehen. Zurück. Und da oben. An die Tür, kommen wir da ran. Hä? Das Dach. Okay. Ja, ich will aufs Dach. Du öffnest die Tür und steigst kurz aufs Dach. Da du dort aber nichts von Interesse entdeckst, gehst du wieder ins Innere der Fabrikhalle. Gut, wofür gibt's denn die Tür überhaupt? Das ist eine gute Frage, ne? Können wir hier irgendwas... Der kleine Knopf... Den Ofen öffnen? Ja, eigentlich schon, aber der macht ja nichts, der Knopf. Kommen wir vielleicht... Vielleicht hilft dir das dabei, den Knopf zu blockieren. Allerdings würde ein blockierter Knopf dich auch kein Stück weiterbringen. Das sagst du jetzt noch. Vielleicht, wenn wir ihn blockiert haben, wissen wir, dass es anders aussieht. Vielleicht müssen wir auch einfach mal das... abwischen. Du könntest dich in die feuerfeste Decke einwickeln und dich in den Ofen begeben, aber wozu? Um da irgendwelche Sachen rauszukriegen, womit wir die Dinger da öffnen können. Haben wir noch irgend... Oh. Ja, sag doch bloß, dass es hier noch irgendwas anderes gibt, du. Keine Ahnung. Kaputt. Ein Einschussloch? Der möchte wohl jemand nicht gesehen werden. Du wirst den Monitor nicht mit Fausthieben traktieren. Warum denn nicht? So, hier können wir doch die Kamera bestimmt anschließen. Das scheint eigentlich eine gute Idee. Ja, hier, da. Da der Monitor kaputt ist, wird nichts davon, was du mit diesem Eingang anstellst, irgendetwas bewirken. In der Hoffnung, dass es irgendetwas bewirkt, schließt du das Chinch-Kabel an. Okay. Da du nicht weißt, was es dort für einen Zweck erfüllen soll, nimmst du das Chinch-Kabel wieder an dich. Na gut, dann nehme ich es wieder an mich. On, off. Drück den Button. Du drückst auf den Knopf, aber nichts geschieht. Nicht weiter überraschend. Ofen aus. Du hörst ein Klick. Du hast gerade die Ofentür entriegelt. Ah, sehr schön. So, und das hier ist vielleicht, dass der Ofen an ist, der Hebel, aber den kann man nicht ziehen. Den kann man auch nicht ziehen. Und die... Schalter A. Die kann man alle ziehen. Fans Oven Main Door. Die können wir mal abschließen. Du drückst den Knopf und, aus Angst, jemand könnte die offene Tür bemerken, drückst du schnell noch einmal auf den Knopf, um sie wieder zu schließen. So, ich dachte, wir schließen sie damit. Du drückst den Knopf und... Du öffnest das Gittertor, schließt es aber direkt wieder, damit niemand deine Anwesenheit hier bemerkt. Macht Sinn. Da du nicht weißt, zu welchem Teil der Halle dieser Stromschalter gehört, legst du ihn lieber nicht um. Echt mal. Wir brauchen ihn lebend. Na gut. Können wir irgendwas machen, das da in dieses Loch reinbohren. Du siehst keinen Sinn darin, das Kabel in das Loch im Monitor zu stecken. Ich will's trotzdem machen. Ist doch egal, ob das einen Sinn hat. Vielleicht gehen wir jetzt erst... vielleicht können wir jetzt mal gucken, was im Ofen jetzt ist. Wenn wir irgendwie hier rauskommen. Da. So, dieser Knopf müsste jetzt die Ofentür öffnen, oder? Hallo? Können wir nicht ein paar Gummireifen da reinwerfen? Du könntest die Reifen verbrennen.
Aber wie soll dir das weiterhelfen? Es entsteht giftiger Dampf und der Typ, der Sadomaso-Typ, der Sadist, der kommt dann mit dem anderen Typen rausgelaufen, weil sie sich verletzen könnten. Das macht doch irgendwie Sinn. Oder nicht? Du könntest... Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Gehe ich jetzt hin? Jetzt gehe ich wieder an diese blöde Konsole, ne? Hier können wir echt nichts machen. Können wir vielleicht nochmal... In der Hoffnung, dass es irgendetwas bewirkt, schließt du das Cinch-Kabel an. Und jetzt die Kamera. Du verbindest das Kabel mit der Kamera, schaltest sie ein und... Sendest ein Bild. Ein Störbild. Das äußerst ruckelig oder gar nicht zu sehen ist. Aber wenn ich draufklicke, dann ist es flüssig. Kann ich das Störbild mitnehmen? Du klappst das Display der Kamera lieber nicht wieder ein. Können wir die Kamera umstellen? Als du auf den Knopf drückst, zeigt das Display der Kamera ein neues Bild. Aha. Das ist der Zug. Das ist das Tor. Das ist die Innenhalle vor dem Tor. Das ist von oben. Und da sind... Boris, endlich hast du ihn gefunden. Oder auch nicht. Eigentlich weißt du nur, dass er sich in einem Raum befindet, in dem ein Generator steht. Aber wo ist dieser Raum? Du klappst das... Okay. Stimmt, allzu viel hat uns das nicht wirklich gebracht, ne? Aber wir könnten vielleicht mit den Schaltern jetzt gucken, ob wir irgendwas bewirken können. Zum Beispiel, ob irgendwas passiert, wenn wir die Schalter ziehen. Du beschließt ihn nicht umzulegen, bevor du... Ja, aber ich will ja rausfinden, was er bewirkt. Du beschließt ihn... Da du nicht weißt zu... Na gut. Da du nicht... Können keinen ziehen. Okay, wir können keinen einzigen ziehen. Die Hebel können wir auch nicht ziehen, oder? Nee, können wir nichts mitmachen. Und Video in, das macht auch nicht viel Sinn. Die hier können wir auch alle nicht ziehen. Das Bild... Ja. Zutapen macht auch nicht viel Sinn. Aufbrechen kann man das Ding nicht. Die Kamera brauchen wir eigentlich nicht weiter. Die können wir da so lassen. Können wir also erstmal wieder rausgehen. Stimmt, es hat uns eigentlich nichts gebracht, dass wir das jetzt gesehen haben, ne? Was befindet sich darin? Du versuchst ihn zu öffnen, aber er ist abgeschlossen. Irgendwie müssen wir an den Inhalt kommen. Ne, das ist jetzt wieder die Schalttafel, da wollte ich eigentlich nicht nochmal ran. Haben wir noch irgendwas übersehen? Wie zum Beispiel ein... Hinter die Schalttafel gucken. Nein. Oder auch nicht. Ich stehe wie so selten heute mal wieder auf dem Schlauch. Wo könnten wir noch was machen? An die Axt kommen wir nicht dran. Hier haben wir das Cinch-Kabel rausgeholt. Haben wir hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Sieht nicht so aus, ne? Nicht wirklich. Können wir vielleicht nochmal den Generator gucken? Könnte sich um einen Luftdrucksenker. Ja, aber er kann mit nichts reagieren, ja? Passiert gar nichts. Gar nichts. Ne, sieht nicht so aus, als würde das irgendwas bringen. Weiß auch nicht genau, wie er das da einbauen sollte, was ich da drauf drücke. Kombinieren können wir auch nichts mehr. Du könntest etwas auf die Decke malen. Das ist richtig. Willst du... Vielleicht, wenn wir das Schloss mit den Chips knacken? Nein.
Aufbrechen können wir das Schloss ja nicht. Antapen können wir es auch nicht. Du versuchst, die Scheibe mit einem der Reifen zu zerschlagen. Ohne Erfolg. So ein Mist. Ja. Du wickelst die Decke um deine Hand, ballst sie zur Faust und... Du nimmst die Axt vorsichtig heraus, um dich nicht daran zu schneiden. Mann, sowas macht man mit dem Ellbogen, ey, du Pussy, ey. Muss er sich ernsthaft erst die Hand einwickeln? Ja, kein Wunder, dass ich darauf nicht komme. Ich denke, das kann man nicht zerbrechen. Wenn man es nicht zerbrechen kann, dann kann man es nicht zerbrechen. Dann kommt er mir mit sowas. So, jetzt zerhauen wir das Ding da. Diese Maschine mit Axthieben zu bearbeiten, wird dir nicht weiterhelfen. Das weißt du doch jetzt noch nicht. Dann axthieben wir einfach darauf. Nach ein paar Axtschlägen auf das Schloss öffnet sich die Tür und nach kurzer Suche findest du einen Plan, der dir interessant erscheint. Ein Plan. Den man sich nicht länger angucken kann. Was ich aber gerne tun würde. Ein Plan. Ein Plan. Ah, okay, da sind die Schalter angegeben von der Schalttafel. Ein Plan. Nachdem du die Buchstaben der Schalter mit dem Plan verglichen hast, weißt du schließlich, zu welchem Teil jeder einzelne von ihnen gehört. Hauptschalter. Innenbereich links 1. Innenbereich links 2. Innenbereich rechts 1. Innenbereich rechts 2. Generator. Außenbereich links 1. Außenbereich links 2. Ja, dann wollen wir mal Generator einschalten. Der Generatorraum. Dort drin ist Boris. Du legst den Schalter um und... Bingo, jetzt heißt es abwarten. Also abstoßen, springen, Armstrecken und finaler Schlag. Trainiere sehr hart und wiederhole die Schritte immer wieder, sonst beherrschst du den Tigerschlag nie ganz richtig. Autsch. Das hast du gut gemacht, junger Schüler. Trainiere weiter, dann beherrschst du eines Tages den unbekannten Sinn. Am Boden des Ofens befindet sich eine Klappe, durch die Cooper höchstwahrscheinlich gekommen ist. Aber es wird nicht einfach werden, sie zu erreichen. Klar, wir können mit der Löschdecke dadurch. Du legst den Schalter zum Generatorraum wieder nach oben um und musterst den Bildschirm genau. Entdeckst aber nichts Neues. Auf jeden Fall wirst du, um dorthin zu kommen, durch die Klappe im Ofen steigen müssen. So. Ich muss mal kurz auf den Desktop gehen, weil irgendwas hat hier gerade gedütet und ich muss kurz gucken, was das ist. Ich hoffe nicht, dass es meine Aufnahme war. Nein, es scheint nicht die Aufnahme gewesen zu sein. Okay. Dann gehen wir zurück. So, aufmachen und mit der Decke durchgehen, ne? Du wickelst dich in die feuerfeste Decke ein und beschließt, direkt in Richtung der Klappe zu gehen, durch die Cooper verschwunden ist. Das Glück ist auf deiner Seite. Der Zug setzt sich in Bewegung. Aber weißt du was? Das Glück ist ein ziemliches Miststück. Ah, deswegen haben wir nochmal unsere Erinnerung verloren, ja. Choke? Das hat ja gerade Sinn gemacht mit der Waffe. Hat kein neues Magazin reingesteckt? Trifft dich und du fühlst dich vielen Fragen ausgesetzt. Wer bist du wirklich? John Yesterday? Choke? Bist du noch da, Choke? Oder keiner davon? Choke, bist du es? Wie viele Leben brauchst du, um dich zu erinnern? Vor allem, wieso bist du unsterblich? Ich werde
Ich werde jetzt gehen, aber wiederkommen. Wieso die Amnesie? Heute hat mein Danny Geburtstag, vergiss das nicht. Wieso die Narbe auf deiner Hand? Ich werd's versuchen. Du hoffst, all die Antworten auf diese Fragen am selben Ort zu finden. St. Fergus, Inverloch, Schottland. Ist es hier? Ja, wahrscheinlich. Nutzen wir die letzten Sonnenstrahlen aus. Ich hol die Sachen und du siehst dich schon mal um. Auf einmal erregt etwas ungemein deine Aufmerksamkeit. Ein Grabstein vom Titelbildschirm. Deine Reise nähert sich immer mehr ihrem Ende. Okay, eigentlich wollte ich gerade eben sagen, ich will hier mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich nehme jetzt schon wieder 2 Stunden auf, aber... Ich weiß nicht, wenn wir kurz vorm Ende sind... Aber es kann natürlich auch noch 2 Stunden dauern, wenn ich hier wieder mit den Rätseln rumkacke. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. So. Ja, mache ich nicht. Doch, mache ich. Okay, also, ne? Ich würde sagen, dann entweder blende ich hier gleich über oder... Nächste Folge. Und bis dann, sag ich mal, macht's gut. Tschö und haut rein.